Heute gibt es Forelle Blau nach einem alten Rezept und ich werde euch zeigen, wie wir das zubereiten. Und folgende Zutaten kommen da rein: Zwiebeln, Karotten, Lauch, dann Lorbeer, Petersilie, Salz, Pfeffer, Weißwein und Essig. Und natürlich Wasser. Die genauen Mengen werden dann eingeblendet. Später. Jetzt werde ich sämtliches zuschneiden und dann machen wir alles in den Topf. So, der Pfeffer. Mit dem Pfeffer ist das so eine Sache. Gewisse Leute mögen es ein bisschen schärfer, ein bisschen pikanter, ich auch. Aber ich werde das dann nachher noch abschmecken. So, die Mischung ist fertig. Jetzt kommt das Wasser rein. Etwa 2,5 Liter. Die Schüssel ist auf dem Herd. Das Wasser ist drin, alle Zutaten auch. Der Sud ist jetzt richtig heiß, kommt jetzt gleich zum Köcheln. Ich werde das jetzt so 10 Minuten lassen, ja. Und dann machen wir die Forellen. Der Sud ist jetzt bereit. Die fangfrischen Forellen sind auch da, die werden wir jetzt einsetzen. Ich tue den Bauch gegen oben, damit er sich schön mit Wasser füllen kann, mit dem Sud. Und rein. Das Feuer habe ich jetzt eine Stufe zurückgedreht. Der Sud sollte eigentlich nicht kochen, wenn die Fische drin sind. Wenn man sie reintut, kann er ein bisschen köcheln, das macht nichts. Aber danach sollte er so wie jetzt sein. Dann drauf. Hier kurz auf die Uhr schauen. So. Für diese Größe der Forellen, die sind 400 Gramm schwer, rechnet man 15 Minuten. Und da sollte man schon drauf schauen, um die einzuhalten. Nicht viel länger, nicht viel kürzer. Sonst bleiben die Geräte dann am Fleisch hängen. Also wichtig dabei ist, die Forellen müssen sehr frisch sein. Je frischer, je besser. Und ich spreche da wirklich von 2-3 Stunden, nachdem sie getötet wurden und geschlachtet bis zum Zeitpunkt, wo sie in der Pfanne sind. Also man kann da auch länger warten, aber die Qualität des Fisches ist dann nicht mehr dieselbe. So werden sie richtig blau, wir sehen das dann nachher, wenn ich sie rausnehme. Am Ende blenden wir dann noch ein, was alles reinkommt und welche Menge, das genaue Rezept. Ja?
Bis dann. So, 15 Minuten sind rum. Zeit, die Forellen rauszunehmen. So, muss das ausschauen. Das Gemüse gehört dazu, das schmeckt ja auch. Was unbedingt dazu gehört, ist braune Butter, geschmolzene, die da ist schon, ist jetzt gleich gut, und Zitronenpfeffer. Dazu Kartoffeln, ist perfekt. Wichtig eben, wie gesagt, die Fische sehr frisch. Nach Möglichkeit nicht mehr als 2-3 Stunden nach dem Schlachten in die Pfanne. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr sehen wollt, wie die Fische richtig zerteilt werden, seht ihr in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren und liken.